Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Okami HD. Im letzten Part haben wir Lechku und Nechku besiegt und damit haben wir auch den Waoku-Schrein abschließen können. Und jetzt könnten wir dann schon in die Arche der Yamato auf diesem Regenbogenpfad da reingehen. Aber das sollten wir erstmal noch nicht tun, denn da hat uns Isson schon davor gewarnt, dass es da wohl anscheinend dann ein Point of No Return geben wird, wo wir also nicht mehr zurückkommen können. Aber ich will ja die 100% hier in Okami haben. Und deswegen werden wir jetzt dann in diesem und auch in den nächsten Parts erstmal einige weitere Nebenquests angehen und dann eben noch die alle erfüllen und auch alles mögliche an Zeug sammeln, wenn wir dann hoffentlich noch alles schaffen können. Aber ich werde das Ganze dann schön für euch zusammenschneiden und jetzt hier nicht mit euch gemeinsam alles mögliche absuchen. Obwohl ich mal ganz kurz noch mit euch gemeinsam schnell das Wasser absuchen will, weil das ist ja jetzt quasi ein neuer Ort, weil jetzt hier das komplette Eis geschmolzen ist und wir jetzt dann hier überall Wasser haben. Und ich will halt mal kurz überprüfen, ob wir jetzt hier beim Wasser irgendwas Neues entdecken können. Hier waren Tiere, glaube ich, genau. Aber die haben wir schon gefüttert. Ob wir jetzt hier mit dem Wasser dann irgendwas Neues finden können. Oder vielleicht auch hier in der Mitte, wo davor halt die Arche im Weg war. Das könnte auch sein, dass wir jetzt hier irgendwo was finden können. Deswegen, das will ich jetzt kurz mit euch gemeinsam machen. Und auch ansonsten, wenn ich halt irgendwelche komplett neuen Orte finde, an denen wir noch nie zuvor gewesen sind, werde ich die auch mit euch gemeinsam dann erkunden. Aber im Normalfall werde ich es jetzt dann für den restlichen Verlauf des Parts und auch für noch ein paar weitere Parts dann eben so machen, dass ich euch immer schön alles reinschneiden werde, wenn ich irgendwas Neues gefunden habe. Dass ich euch dann eben nur das zeige, dass wir auch wirklich relativ schnell vorankommen. Weil ansonsten wird das wahrscheinlich noch irgendwie, weiß nicht, 10, 20 Parts oder sowas dauern, das Nachholen hier. Und ich hoffe, dass wir das dann auf ein paar Parts irgendwie reduzieren können, wenn ich dann eben hier das meiste rausschneiden werde. Okay, aber also ich glaube, dass ich hier doch nichts mehr finden kann dann, tatsächlich. Okay, ich werde es auch übrigens, will ich auch noch kurz erwähnen, ich werde es auch so machen, dass ich erstmal spiele oder das Ganze noch nachholen will, ohne dass ich mir irgendwas im Internet noch nachschaue, irgendwelche Walkthroughs oder Listen oder sowas, werde ich erstmal noch nicht machen. Ich will erstmal halt am besten in jedes Gebiet nochmal zurückkehren und dann dort noch alles Mögliche suchen, was ich so verpasst habe. Insbesondere natürlich die Sachen, die hier schon aufgelistet sind bei den Perlen. Weiß ich ja immer ziemlich genau pro Gebiet, was mir da noch fehlt, wie viele Perlen. Bei den Tieren zum Beispiel wird es schwieriger, weil nämlich da nicht aufgelistet ist, wo jetzt die Tiere noch zu finden sind. Deswegen, das wird dann etwas schwieriger werden, das alles zu finden. Aber ich werde es eben so machen, dass ich erstmal mich in jedem Gebiet nochmal umsehen werde, ohne das Internet zur Hilfe zu nehmen. Und wenn ich halt dann am Ende angekommen bin und wenn ich jedes Gebiet nochmal selber erkundet habe, mir aber immer noch weitere Sachen fehlen, was wahrscheinlich sein wird, ehrlich gesagt, weil es halt hier einfach so viel zu entdecken gibt, dann werde ich das Internet dann zur Rate ziehen und danach nachgucken, wo ich da noch Sachen verpasst habe. Aber erstmal will ich eben jetzt mit allen Fähigkeiten, die wir mittlerweile haben, nochmal jedes Gebiet aufsuchen und da nochmal selbstständig alles erkunden, was ich da so finden kann. Und dann hoffe ich eben, dass ich selbstständig ohne Internet dann noch relativ viel hier finden kann. Okay. Ich werde am besten mal einfach hier gleich in Kamui bleiben und mich dann eben halt von, ja halt auf jeden Fall jetzt vom Norden dann weiter nach unten gen Osten vorarbeiten und dann halt über den Westen so gehen. Also, werde ich mal ganz kurz auch vielleicht schnell zeigen, rauszoomen. Werde ich halt jetzt hier bleiben und dann da wieder nach unten gehen und dann da so links entlang und dann eben so alle Gebiete der Reihe nach abklappern und dann da hoffentlich viel finden können. Deswegen bleibe ich gleich mal noch hier, weil ich nämlich eh gleich in den Dungeon nochmal reingehen muss, in den Waoku-Schrein, weil da fehlt ja noch eine Perle zum Beispiel. Und vielleicht werde ich, oder hoffentlich, denke ich mal, werde ich jetzt dann die gleich finden können. Mal schauen. War ich eigentlich da unten jemals? Fällt mir gerade auf. Ich wollte mich jetzt gerade eigentlich auf den Weg zum Waoku-Schrein machen, hier nach oben. Ach, hier war ich sogar noch nie. Okay, aber hier ist noch so ein weiterer Vorsprung, da bin ich noch nie gewesen. Alles klar. Sehr gut. Fisch gebe ich mal euch. Ja. Okay, es gibt sogar noch weitere Tiere hier. Aber ich habe auch schon wieder einen total tollen Felsen gesehen, den wir noch immer nicht zerstören können. Das wird auch ziemlich nervig werden, ehrlich gesagt, weil ich will ja schon auch noch möglichst viele Glückspunkte mitnehmen. Also nicht mehr alle Glückspunkte, die es überhaupt gibt, weil man ja auch eh nicht alle braucht, um alles zu vervollständigen. Okay, da brauche ich den Kraftstreich hier, den Verstärken, genau. Weil ich ja auch eh nicht alles brauche, um wieder eine Höhle, ja. Weil ich auf jeden Fall da eh nicht alles brauchen werde, um halt alle Upgrades zu erhalten. Aber dennoch will ich halt schon noch relativ viel Glück mitnehmen. Und es könnte ja auch sein, dass halt hinter diesen Felsen noch irgendwelche anderen Sachen versteckt sind. Irgendwelche weiteren Höhlen oder sowas. Deswegen wäre es eigentlich ganz cool, wenn wir jetzt dann relativ bald mal irgendwie die Fähigkeit erlernen können, um diese Felsen da kaputt zu machen. Und ich meine, das ist eh total seltsam, weil wir haben jetzt alle Fähigkeiten. Und deswegen frage ich mich sowieso, womit das zu tun hat. Mit noch der letzten Fähigkeit aus dem Dojo? Ja, das kann eigentlich auch nicht sein. Oder ist halt dann doch noch eine geupgradete Fähigkeit. Eine weitere. Ja, ich meine, vielleicht kann man den Kraftstreich nochmal upgraden.
Hab ich jetzt den Ort gefunden? Das könnte sogar sein. Weil wir ja gerade eben auch draußen diesen Felsen direkt davor gefunden haben, dass man dann gleich mal das austesten kann. Das könnte sogar echt sein. Vielleicht habe ich das jetzt hier gefunden. Das wäre natürlich ultra cool. Wenn wir jetzt das dann hier gleich zufällig gefunden hätten, einfach noch so. Das wäre auch wirklich optimal. Weil ich jetzt, wie gesagt, wenn halt auf jeden Fall, wenn es jetzt ganz am Ende erst gewesen wäre, bei meiner Nachholaktion, die Fähigkeit, hätte ich dann nochmal ewig weit zurücklaufen müssen und alles nochmal neu machen müssen. Wenn wir jetzt aber die gleich finden, das wäre schön. Mal schauen. Aber wir werden hier irgendein Upgrade erhalten. Und vielleicht eben für den Kraftstreich nochmal. Das wäre echt schön. So. Habe ich jetzt eigentlich jemals so ganz herausgefunden, wie das jetzt exakt funktioniert, das Prinzip hier? Ich glaube nicht so ganz immer, ne? Irgendwie das 2,5-fache so ungefähr von dem teuersten Betrag. Was übrigens hier 120.000 Yen ist, also einiges. So, nochmal. Okay. 240.000, reicht aber noch nicht. Und dann machen wir halt mal Runde 300.000. Und? Nein. Dann machen wir halt Runde 330.000. Obwohl das nicht wirklich rund ist, aber was soll's. Nee. Jetzt will ich aber eigentlich eher in kleinen Schritten vorgehen. Oder war es immer das Dreifache von dem meisten? Ja, das kann auch sein. Das Dreifache von dem meisten plus ein bisschen was war das doch, glaube ich, immer, oder? Ich habe es nie ganz herausgefunden, glaube ich. Ah ne, es war genau das Dreifache. Okay, egal. Du bist der Kraftstreich-Typ, ja? Boah, das könnte echt sein. Ah, Amaterasu, Quelle alles Guten und unser aller Mutter. Nur ein Herz, so rein wie das deine, kann die Finsternis durchdringen. Ich, Takigami, kann das Licht und die Reinheit in dir spüren. Dank dir hat meine Macht ihren Höhepunkt erreicht. Du kannst jetzt mit Leichtigkeit durch alles schneiden. Durch wirklich alles. Auch diese blöden Felsen da. Ich hoffe es so sehr. Die Wirkung von Tachigamis Kraftstreich soll sogar noch stärker werden? Hm, bedeutet das etwa, dass du jetzt Dinge zerschneiden kannst, die du davor nicht geschafft hast? Ich hoffe es, ja. Junge, ich kann es kaum erwarten, das auszuprobieren. Kann ich auch nicht. So, hier kriegen wir noch Kraftstreich 3. Ja, die Schriftrolle. Ach, das ist übrigens jetzt eine von den verpassten, weil es gab ja da noch so eine Lücke. Ah ne, das ist die 30. doch nicht. Hä, was sind denn das beide zwei eigentlich für welche? Keine Ahnung. Aber Kraftstreich 3 haben wir. Entfessle... Ja, es geht. Och, dankeschön. Entfessle unglaubliche Kräfte mit dem Kraftstreich 3. Nicht einmal Diamanten können der Schneidekraft dieser Technik das Wasser reichen. Boah, okay, das ist richtig gut, dass wir jetzt das mal gefunden haben. Das ist richtig super. Weil, wie gesagt, das wäre jetzt ultra nervig gewesen, wenn ich jetzt halt die Fähigkeit in, weiß nicht, in Saiyan gefunden hätte. Weil Saiyan will ich ja, habe ich ja gerade euch auf der Karte gezeigt, will ich ja jetzt bei meiner Nachholaktion ganz am Ende machen. Ich will mich eben halt hier von oben rechts nach links so vorarbeiten. Und wenn ich halt da erst die Fähigkeit bekommen hätte, hätte ich dann danach nochmal alles absuchen müssen nach dem blöden Felsen hier. Aber jetzt kann ich die, ja, jetzt kann ich die einfach so zerschneiden und kann dann damit auch an allen anderen Orten, wo wir die gefunden haben, dann da immer mehr Glückspunkte oder auch anderes Zeugs finden. Super, okay. 50 sogar, aber okay, geben sogar auch noch ziemlich viel. Ich kann mich sogar gleich wieder upgraden, glaube ich. Moment, kann ich nämlich, ja. Ich mach mal dann, einen dritten Magen hinzu. Yay! Okay, man kann auch 4 hier haben, genau. Aber dachte ich mir ja schon. Aber wie gesagt, das ist jetzt echt super. Auch totaler Zufall, dass wir jetzt das hier gefunden haben. Aber finde ich sehr schön so. Okay. Aber jetzt dann gleich werden wir uns, außer ich finde auf dem Weg wieder was anderes, dann gleich wieder im Dungeon sehen, im Wabku-Schrein, wenn ich dann noch hoffentlich die letzte Perle, die uns noch fehlt, finden werde. Oh, verdammt nochmal. Hier gleich im allerersten Raum bei den beiden Kanonen. Die habe ich ja damals nicht besiegt, weil ich noch damals nicht genau wusste, wie das funktioniert. Weil ich ja, dass ich verlangsamen muss und sowas. Und ich wette, ja, ich wette, dass da eine von den Perlen ist. Okay, aber habe ich wenigstens sehr schnell hier gleich am Anfang finden können. Das Gute ist ja auch, dass die Reihenfolge von den Perlen schon in den meisten Fällen auch Sinn macht, weil die erste hat uns gefehlt. Und das war eben auch die erste, die man eigentlich hier finden können soll, normalerweise. Rubinklunker. Rote Edelsteine mit einem dynamischen Touch. Haben wir auch noch gefunden. Sehr gut. Oh, und hier übrigens in Webkir, das nächste Gebiet, was ich jetzt erkunden will, können wir noch hier eine Truhe finden, die ich auch noch nie zuvor mitgenommen habe, obwohl wir die Bären schon gefüttert haben. Nämlich eine Kutani-Töpferei. Oh, okay. Man kann ja noch was Neues machen, mit Kai anscheinend, ein Rennen, oder wie? Ich bin absolut verzweifelt. Ich muss die Antwort ein für alle Mal wissen. Du bist doch auch deswegen gekommen, stimmt's?
Also wollen wir rennen? Ah, ich kann noch ein Rennen machen gegen Kai. Okay, dann machen wir das mal, ja. Okay, wir werden durch den Wald zu der Lichtung rennen. Wer als erster dort ankommt, ist der Sieger. Okay, ich habe jetzt nämlich mich noch auf die letzte oder auf die Suche nach der letzten Perle machen wollen. O Geister der Luft, der Erde und der See, verleiht mir eure göttliche Kraft. Ich wollte mich eigentlich, wie gesagt, danach auf die Suche machen. Weil mir die ja noch fehlt, die letzte. Obwohl es ja eh ganz komisch ist. Weil die letzte kann man ja in Yoshpet finden, schon irgendwie. Aber danach steht noch in Klammern irgendwas mit drei Fragezeichen. Also mit drei Zeichen nur. Was auch immer das dann zu bedeuten hat, habe ich keine Ahnung. Aber ich meine, vielleicht ist es so, dass ich hier, wenn ich das Rennen gewinne, dass ich dann von ihr eine Perle erhalte als Belohnung. Kann das sein? Weiß ich nicht genau. Ich weiß auch nicht genau, ob ich jetzt die Zeit überhaupt einsammeln sollte. Wahrscheinlich sogar eher nicht, denke ich mal. Weil es geht ja nicht darum, dass ich es in 5 Minuten schaffe. Das werden wir so oder so hinkriegen. Es geht darum, dass wir Erster werden. Und deswegen kann mir eigentlich die Zeit, die ich hier einsammle, relativ egal sein. Und ich werde natürlich jetzt auch immer den richtigen Weg nehmen, logischerweise. Und nicht einfach einen falschen Weg, ganz klar. Und das ist auch wirklich voll okay, weil wir haben ja... Ich muss hier ein bisschen aufpassen. Weil wir haben ja auch hier in Yoshpet schon alles erkundet, soweit ich weiß. Also es dürfte hier, abgesehen von dieser einen Perle, die mir jetzt noch fehlt, wo auch immer die ist, es dürfte aber abgesehen davon eigentlich nichts mehr fehlen. Und deswegen kann ich es mir hier auch... Scheiße. Kann ich es mir hier auch erlauben, dann einfach durchzurennen, weil wir, wie gesagt, schon normalerweise alles gefunden haben sollten. Und ja, vor allem diese Eiszapfen, vor denen muss ich mich in Acht nehmen, weil die sind auf jeden Fall ein großes Problem. Weil wenn die mich einmal halt erwischen, dann werde ich so schnell, werde ich halt so verlangsamt, weil ich da erstmal wieder halt auftauen muss. Und deswegen, das sollte mir im besten Fall gar nicht passieren. Die Eisflächen sind auch ziemlich blöd, weil ich da auch stark um einiges langsamer werde. Und es hat ja auf jeden Fall auch Vorteile, dass wir schon alle Bäume wieder zum Blühen gebracht haben. Weil jetzt werden die uns dann weniger nerven und wir können dann deswegen hier schneller und einfacher durchrennen. Deswegen, das hatte in der Hinsicht auch Vorteile. So, ich kann mich sogar mal vielleicht kurz umdrehen. Ich will mal ganz kurz gucken, ob ich sie sehen kann. Ja, okay, sie ist ziemlich dicht hinter uns. Also ich sollte nicht zu viel Quatsch machen hier. Boah, jetzt ist sie vor uns einfach so. Okay, das war jetzt auch fies. Ich weiß nicht genau, woran das jetzt lag, ob irgendwie während der Lade... Scheiße, natürlich. Ob sie während der Ladezeit ein bisschen was gut machen kann irgendwie. Ich weiß nicht genau. Aber ich muss jetzt versuchen, noch irgendwie das Rennen zu gewinnen. Ich muss ein bisschen was riskieren hier. Und riskante Wege und Abkürzungen und sowas nehmen. Weil ich ja noch irgendwie eine Chance haben muss. Obwohl sie jetzt einen Vorsprung gegen mich rausarbeiten konnte. Aber das ist auch fies mit den Schneebällen hier, der letzte Abschnitt. Oder der zweite ist auch fies. Allgemein überall, wo ich halt, wo ich verlangsamt werden kann oder wo ich eingeeist werden kann, das ist alles ziemlich fies, wie ich finde. Und hier auf den Eisflächen kommt man auch kaum voran. Das ist irgendwie auch doof. Kann ich da am Rand? Sind es keine Eisflächen eigentlich? Okay, hier soll ich am Rand entlang laufen, weil nämlich da keine Eisflächen sind. Okay. Aber hier können wir auch wieder schön abkürzen. Wenn ich dann nicht gegen alles stoßen würde. Und ich habe auch wieder die maximale Geschwindigkeit, das ist sehr gut. Und jetzt konnten wir wieder in Führung... Nein, oh mein Gott, war das knapp. Wir konnten in Führung gehen und wir dürften es gewinnen können. Hier kommen noch, glaube ich, keine Eiskristalle oder sowas mehr. Oh Gott. Boah, das war jetzt aber sehr knapp. Zählt das jetzt überhaupt als Sieg? Ich meine, wir sind zuerst angekommen, glaube ich. Das war jetzt aber sehr knapp, für meinen Geschmack. Ah, aber das ist doch unmöglich. Ich bin so schnell gerannt, wie ich konnte. Wie bist du nur an mir vorbeigekommen? Ich schätze, das passiert nun mal, wenn man es mit der großen Amaterasu aufnimmt. Okay, 50 Glückspunkte kriegen wir nämlich auch gerne mit. Nun, es ist irgendwie eine Erleichterung. Seitdem ich dich das erste Mal getroffen hatte, habe ich mich immer gefragt, wer von uns beiden schneller rennen kann. Ich konnte deswegen nicht mehr schlafen. Danke, dass du mir die Antwort gegeben hast. Nun kann ich dich verabschieden, ohne dass mir mein Herz zu schwer wird. Ich werde für dich beten. Hier, nimm das. Halten? Ah, wir kriegen doch noch eine! Sehr gut, okay. Erhalten verstreute Perle, nice. Okay, da kriegt man die also. Was steht da jetzt dann dabei? Was stand da jetzt in Fragezeichen? Ah, Kai wahrscheinlich, oder? Das sind drei Buchstaben nämlich. Kai, okay, deswegen. Okay, dann heißt es also in Fragezeichen, dann heißt es gar nicht immer, dass es Untergebiete oder sowas sind. Das heißt dann, dass ich dann die von bestimmten Personen noch kriege. Ishaku. Nee, Ishaku passt nicht. Ishaku hat einen zu wenig, aber von irgendeiner Person würde ich mal vermuten, kriege ich dann in Pongtan auch noch eine Perle. Vielleicht dann eben erst beim zweiten Mal, wenn ich halt dann Pongtan nochmal betrete. Aber ich werde mich dann auf jeden Fall da auch nochmal umgucken, um dann dort die dritte Perle hoffentlich auch noch finden zu können. Mal schauen. Yeah.
Okay, wir kriegen einfach hier 50 Glückspunkte geschenkt, wenn wir einfach hier wieder herkommen. Nachdem wir das Ganze in der Vergangenheit gemacht haben anscheinend. Oder so. Okay, das nehme ich auch gerne an. Also ja, ich sollte auf jeden Fall auch nochmal mit allen Leuten hier irgendwie reden, wenn es geht. Weil die ganz häufig für mich neue Sachen haben. Okay. Dieses Dorf ist durch das Licht dieser Leuchtmose gesegnet. Darum hat es noch keiner der anderen bemerkt. Aber ich kann es spüren. Der Tag der Finsternis ist beinahe da. Ja, das stimmt leider irgendwie. Sieh mich nicht so an, Emir. Ja, du hast recht. Ich habe einen Enkelsohn. Sein Name ist Isson. Schon als er noch klein war, hatte er das Potenzial, mich zu überflügeln. Ich hatte viel von ihm erwartet. Deshalb habe ich ihn hart trainiert. Aber das hat sich als Fehler herausgestellt und er hasste das Malen. Ich bezweifle, dass er heute einen Pinsel auch nur in die Hand nimmt. Wenn du auf deinen Reisen ihn jemals treffen solltest, dann sag ihm bitte, dass ich für sein Glück bete. Und gib ihm das hier. Ach, nee, doch. Ah, okay. Sehr gut. Das ist alles, was ich jetzt noch für ihn tue. Bin ich dumm? Ishaku hat 6 Buchstaben. Es waren noch 7. Fragezeichen, oder spinne ich jetzt? Das ist alles, was ich für ihn tun kann. Aber ich liebe meinen Enkelsohn. Mehr als sich jemand vorstellen kann. Okay, ich meine, ich will mich nicht beschweren. Wir haben eine weitere verstreute Perle gefunden. Finde ich also sehr gut. Aber ja, ich sollte echt mit allen Leuten immer reden. Hey, bin ich komplett dumm? Das waren doch. Ich könnte schwören, dass es gerade eben 7 Fragezeichen waren und nicht 6 Stück. Könnte ich echt schwören. Aber vielleicht kann ich auch nicht bis 7 zählen. Das ist schon auch möglich. Ich weiß nicht genau. Aber ja, wir haben auch hier die verstreute Perle gefunden. Also läuft doch eigentlich ganz gut bisher. Okay. Da ist schneeiges Stigma oder sowas. Denn hier in Kamui haben wir noch auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Vor allem die Gesuchtenliste, die ich jetzt gerade hier schön abgehe. Und ich habe da jetzt schon noch ein paar Kämpfe gemacht und ich werde da auch noch ein paar weitere Kämpfe dann dafür machen müssen, um das dann hinzukriegen. Aber das schaffen wir schon. So. Ich habe da übrigens jetzt auch jetzt bei den Kämpfen, die ich gerade schon bei den 2 Kämpfen oder sowas, die ich gerade schon hatte, auch was Interessantes gemerkt, was ich mir auch für die Zukunft noch merken sollte. Und was ich bisher... Verdammt, egal. Was ich bisher gar nicht so wirklich wusste, werde ich dann gleich euch erzählen. Aber ja, durch die ganzen Kämpfe werde ich jetzt dann auch noch einiges an Geld bekommen. Aber ich werde auch noch ein bisschen Geld brauchen, um mir dann verschiedene Sachen zu kaufen und sowas. Im Dojo vor allem kostet ja die eine Fähigkeit noch mega viel. Deswegen ist, glaube ich, echt ganz gut so. So, ein weiteres Mördermonster. Und zwar das 2. war das. Okay. So, ich habe nämlich gemerkt, dass es bei den Waffen tatsächlich einen Unterschied gibt, und zwar von der Stärke her. Denn ich habe mich gewundert, weil ich hatte nämlich ja noch das Schwert hier ausgerüstet, von Orochi zu Mogari, und ich habe das mal verglichen mit hier Sonnenstrahlen. Und Sonnenstrahlen hat sogar mehr Schaden, glaube ich, gemacht, als der aufgeladene Angriff von dem Schwert. Und da war ich dann natürlich sehr verwundert. Weil es ist nämlich so, dass die Waffen, die wir später bekommen haben und die weiter rechts sind, dass die stärker sind. Also auch 8 Wunder ist um einiges stärker als zu Mogari. Und wahrscheinlich ist dann die Donnerklinge eigentlich auch stärker, aber aktuell nicht, weil da halt noch Goldstaub fehlt. Aber ja, je weiter rechts die Waffe ist, desto stärker ist sie im Allgemeinen, kann man sich wohl merken. Und deswegen, auf jeden Fall, deswegen ist dann doch nicht so schlecht, oder soll ich dann auf jeden Fall doch diese Waffe hier 8 Wunder aktuell nehmen, weil dann die halt von meinen Schwertern die stärkste aktuell ist. Und deswegen werde ich dann auch, bis ich Goldstaub bekommen habe und bis ich dann die Waffe immer benutzen werde, werde ich erstmal noch bei 8 Wunder dann bleiben, nur so als Info. Und hier ist der nächste, und zwar Pirschen der Blizzard. Alles klar. Ich werde mir hoffentlich. Ah, 2 sogar, okay. Und ich werde mir hoffentlich auch schnell besiegen können mit meiner super starken Waffe hier. Kabam! Ja, da reichen nämlich schon 2 aufgeladene Schläge aus, um das Feuer bei denen zu entfachen. Das war davor, glaube ich, nicht immer der Fall. Weil da hatten wir auch schon den Fall, dass ich da mal ein bisschen länger gebraucht habe, um die Viecher. Na, ist halt schlecht, egal. Um die Viecher dazu zu bringen, dass das Feuer angezündet wird. Da habe ich, glaube ich, auch eben auch schon mal mehr Schläge gebraucht, mit wo ich halt dann ein anderes Schwert hatte. Weil es eben daran liegt, dass die Schwerter oder alle Waffen unterschiedlich viel Schaden machen. Und je später wir sie erhalten haben, desto besser sind sie auch. Deswegen sollte ich dann eben eher die späteren nehmen. Okay, sehr gut. So, das war schon der vorletzte, glaube ich, ne? Genau. Pirschen der Blizzard. Und dann fehlt nur noch unheimlicher Iglu. Den wir jetzt dann hoffentlich auch noch irgendwo finden werden. Yeah, und gefunden. Im übernächsten Kampf, also dauert eigentlich echt nicht so lange, die hier zu finden. Die Gegner, die man suchen muss. So. Ich bin sogar. Ja, habe ich jetzt meine Chance, glaube ich, schon vertan gegen den, oder? Nee. Ich krieg's ja noch Dämonenszene, sehr gut. Sollen wir noch einmal dich auch treffen? Ah, ne Moment. Und das dürfte dann schon wieder ausreichen, um dann dich wieder verbrennen zu lassen. Sehr gut. Ja.
und erstmal auf dich kurz töten, weil du im Weg standest, und ich kann sogar auch wieder vielleicht kurz noch den Wind schnell machen, um dann gleich noch mehr Dämonenzähne zu erhalten. So, und auch wieder noch kurz Inferno für noch mehr. Und natürlich in den, ja, ich schaff's aber nicht, egal, passt schon. Und in den anderen Kämpfen, die ich jetzt zwischendurch machen muss, da habe ich natürlich auch wieder ein paar Dämonenzähne erhalten und eben auch ein bisschen Geld. Also ich kann hier dann durch die gesuchten Listen echt noch einiges sammeln, sowohl Geld als auch Dämonenzähne, weil von beiden brauche ich ja auch noch einiges. So, dann haben wir gleich unsere erste Liste vervollständigt. Sehr schön. Mal gucken, was dann passiert, ob ich dann noch dem anderen Typen Bescheid sagen muss. Wahrscheinlich schon, denke ich mal. Nun, weißt du was? Du hast dich um alle Monster gekümmert, die auf der Schrift der Buße stehen. Ich wette, dieser junge Mann wird verdammt froh sein, das zu hören. Lass es uns ihm gleich erzählen gehen, Amy. Ja, das werden wir am besten dann mal tun, würde ich auch vorschlagen. Und mal gucken, was wir dann so für eine Belohnung erhalten. Das weiß ich ja jetzt noch nicht, was für eine Art von Belohnung das sein wird. Weil das ja, wie gesagt, die erste Gesuchtenliste war, die ich jetzt komplettiert habe. Deswegen gucken wir mal. Ich meine, mir fehlt noch eine verstreute Perle sogar hier. Aber andererseits können wir eigentlich keine kriegen, weil nämlich da diesmal in Klammern nichts dabei steht, glaube ich. Nämlich hier, genau, einfach auch Kamui irgendwo hier zu finden, aber ansonsten würde ja in Klammern dahinter sein Name stehen, also ich muss sie dann auch irgendwo anders suchen. Aber vielleicht dann einfach einen Schatz oder sowas, einen total seltenen, mal schauen. Wie läuft's mit den Mördermonstern? Zeigen war die Schrift der Buße. Wow, alle ihre Namen sind ausgestrichen. Ja, ich meine, wir hätten die auch einfach so durchstreichen können, ne? Aber wir haben schon alle besiegt. Du hast es geschafft, Wölflein, du hast es endlich geschafft. Jetzt kann ich wieder auf die Toilette gehen, ohne dass ich mich ständig umgucken muss. Und ich muss nicht mehr auf den Boden kriechen, wenn ich rausgehe. Das nehme ich wenigstens an. Hab vielen Dank, Wölflein. Ich habe nicht viel, was ich dir zur Belohnung geben könnte. Aber du kannst das hier nehmen als Zeichen unserer Freundschaft. Jetzt bin ich gespannt. Ah... Goldstaub, sehr gut. Es war schrecklich von mir, Kamui in eine solche Gefahr zu bringen. Und ich musste mich auf andere verlassen, um das Chaos, das ich verursacht habe, wieder in Ordnung bringen zu lassen. Ich will stark werden, damit ich von jetzt meine eigenen Kämpfe ausfechten kann. Okay, das ist sehr gut. Weil dann kann ich nämlich gleich noch stärker werden, habe ich ja gerade eben schon erwähnt. Ich will es dann gleich mal benutzen, ja. Dann eben für die Donnerklinge, die ich jetzt dann immer benutzen werde. Oh yeah. Sehr schön. Genau, ich will übrigens auch gleich mal, ist mir aufgefallen, einen goldenen Pfirsich fressen, weil wir uns ja erst wieder auch einen dritten Magen hinzu geupgradet haben oder so. Und ich will es gleich wieder kurz machen, dass wir da auch drei vollständig haben, genau. Dass ich jetzt dann bei den weiteren Früchten auch wieder dann Geld erhalten kann. Okay. So, aber das ist doch super. Goldstaub ist sogar jetzt ungefähr das Beste, was ich mir da jetzt hätte wünschen können. Weil, wie gesagt, Perle habe ich eh ausgeschlossen, weil da ja ansonsten das in Klammern hätte stehen müssen. Deswegen war das schon zu erwarten. Und das ist auch besser als ein Schatz, würde ich sogar sagen. Weil wir jetzt dann gleich mit dem noch besseren und auch ehrlich gesagt vom Aussehen her noch cooleren Schwert rumlaufen können. Mit der Donnerklinge. Ja, yeah, die ist schon sehr stylisch. Riesengroß. Oh, die sieht richtig cool aus. Okay, da habe ich jetzt dann echt richtig Bock, da dann ein paar Dämonen abzuschlachten damit. Wird dann echt cool werden. Aha, stimmt. Hier in der Eishöhle war ja noch einer von diesen Felsen. Die wir ja jetzt auch zerschneiden können. Genau. Und damit kriegen wir hier einige weitere Glückspunkte, nämlich 50 Stück. Sehr gut. Okay. Wenn ich hier in die Höhle reingehe, wo wir diese Variation von der Spinnenkönigin besiegt haben, ist da jetzt ein Tor aufgetaucht. Kann ich da jetzt einfach nochmal gegen das Viech kämpfen oder kommen da jetzt andere Gegner? Ich werde es mal kurz testen. Es kommen andere Gegner, okay. Also ich soll sogar diese Orte dann mehrmals interessanterweise aufsuchen. Das habe ich auch nicht erwartet, okay. Weil ich dann da nochmal auch neue Sachen finden kann. Okay, alles klar. Werde ich mir auch merken. Und wir können jetzt hier dann richtig schön mit unserer neuen coolen Waffe abgehen. Und da jetzt dann richtig schön die Gegner ganz einfach killen. Yay, nehmen alle wirklich sehr viel Schaden. Das ist super. So, und dann dich will ich auch noch ganz gerne. Geben die mir gar keine Dämonenzähne oder wie? Die Typen hier? Weil die sind doch anfällig gegen Wind, oder nicht? Auch. Also auch die, die da halt ihre Waffe als Schutzschild benutzen können. Die waren doch... Ja genau, sind anfällig, ja schon. Aber irgendwie hat das bei den anderen gerade eben nie geklappt. Oder so. Keine Ahnung, egal. Es sind auf jeden Fall ziemlich viele Gegner hier. Aber das ist schon okay. Werden wir trotzdem gleich locker hinkriegen, hoffe ich mal. Das haben wir auch noch. Und nochmal Wind. Schon viele Dämonenzähne. Wunderbar, dann der Fliegende noch übrigens. Ah ne, ich dachte, da wäre ein Fliegender. Oder habe ich den auch schon gekillt? Keine Ahnung. Boah, aber das ist sehr cool, weil die sterben alle wie die Fliegen einfach nur. Das ist echt schön, weil ich bin zu langsam leider mit dem Wind teilweise.
Ja, ich weiß nicht, soll ich jetzt sogar mal hier auf die Dämonenszene mal verzichten? Sogar, ich werde es mal, glaube ich, machen, weil es ansonsten jetzt irgendwie auch zu lange dauern würde. Weil hier kommen anscheinend sehr viele Gegner. Und ich werde dann jetzt da einfach hier schön auf die draufhauen und jetzt nicht so wirklich unbedingt auf die Dämonenszene achten, weil ich jetzt eh schon wieder recht viele habe. 171. Und ich glaube, um mir alles zu kaufen, brauche ich gar nicht mehr so arg wie mehr. Und es werden ja noch einige Kämpfe kommen, deswegen ich werde es mal dann erstmal darauf verzichten, denke ich. So. Und noch dann, ah, der ist schon tot, sehr gut. Aber da sind noch weitere Fliegende, die ich auch noch ganz gerne töten will. Bam! Okay, gleich beide gekillt, nice. So. Aber irgendwie kommen ja wirklich sehr viele Gegner. Also ich hoffe, dass ich dann hier dafür auch gleich eine coole Belohnung erhalten werde, wenn ich das hier schaffe. Vielleicht ja doch die sechste verstreute Perle, die mir immer noch fehlt. Ich hoffe, dass ich die echt noch hier finden kann. Hört das überhaupt jemals auf? Oder ich meine, kann ich hier unendlich lange kämpfen, solange bis ich halt irgendwie von selber fliehe? Ist das so? Das wäre irgendwie auch komisch, weil das hatten wir noch bisher nie. So ein Fall. Und das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich werde es mal noch auf jeden Fall ein bisschen weiterkämpfen. Und gucken, was hier noch so alles passiert und ob noch irgendwas passiert. Aber ich hoffe mal schon, dass auch irgendwann enden wird dann das Ganze. Mal gucken. Ich kann auf jeden Fall immer noch schön auf die Gegner draufhauen. Und sie haben nicht so ganz viele Chancen gegen mich mit meinem mega heftigen Donnerschwert hier. So. Ja, vor allem die fliegenden Gegner nerven mich aber ein bisschen. Aber jetzt ist auch der tot. Und dann der nächste hoffentlich auch gleich. So. Und jetzt ist er leider wieder abgehauen so ein bisschen. Aber es kommen schon wieder neue Gegner. Ja, ist vielleicht sogar auch doch so, dass das unendlich lange geht. Oder so. Ich weiß nicht genau. Aber wie gesagt, ich fände es komisch, wenn das so wäre. Weil wenn das unendlich lange gehen würde, dann hätte das Spiel, glaube ich, auch ein bisschen besser mitgeteilt und dann da irgendwas Besonderes draus gemacht. Oder vielleicht halt irgendwie einfach ein Schild davor hingesetzt oder ein Charakter. Und da hätte ich dann vielleicht halt erfahren können, dass es unendlich lange geht hier. Aber sowas gab es nicht. Deswegen, ich glaube nicht, dass es unendlich lange geht. Ich glaube, dass es irgendwann ein Ende haben wird. Nämlich jetzt. Aha, siehst du mal. Okay. Was ging denn auch mit? Ja, was? Okay, ziemlich langer Kampf. Trotzdem nicht schwierig, weil die Gegner ja alle schwach waren. Aber ging ziemlich lang. Aber trotzdem Zeit und Schaden perfekt. Das ist ziemlich gut, finde ich. Da will ich mir jetzt mal selber loben. Und wir kriegen aber nichts als Belohnung, tatsächlich. Wir können aber den Kampf einfach immer wieder machen. Oder wie? Okay. Oder kommt jetzt ein anderer Kampf? Und ich muss das mehrmals in Folge machen? Ich werde es mal nochmal kurz austesten. Kommen jetzt andere Gegner? Ja. Okay. Das ist sehr interessant. Also ich muss hier einfach mega viele Gegner hintereinander besiegen. Und das muss ich halt bei all denen machen. Und wenn ich das mit wirklich allen gemacht habe, dann wird hoffentlich aber auch wirklich irgendwas Besonderes passieren. Okay. Werde ich aber das dann auf jeden Fall auch zeigen. Ich will dich schon verbrennen hier. Werde ich aber das auch zeigen, weil es ja auch immer wieder andere Kämpfe sind, die wir hier machen können. Und immer wieder neue Gegner halt hier auftauchen. Deswegen, ich werde dann, wie gesagt, hier auch... Ja, ist halt schlecht von mir. Ich werde hier, wie gesagt, auch alles zeigen. Aber ich finde es interessant, auf jeden Fall. Aber jetzt haben wir schon ein bisschen stärkere Gegner hier. Deswegen ist es auch schon ein bisschen schwieriger. Vor allem, weil halt hier sehr viele Gegner auf einmal sind. Auch teilweise ein bisschen nervige Gegner. Für die ich halt erst irgendwelche bestimmten Dinge machen muss, bevor ich sie wirklich angreifen kann. Und deswegen ist es dann in der Hinsicht ein bisschen schwieriger. So, jetzt verbrennen. Und den anderen Typen auch. Ja, verdammt. Und ich will jetzt im besten Fall dann gleich beide von den Iglu-Typen hier... Warum geht's nicht? Beide von den Iglu-Typen hier besiegen. Ich lasse mal auf den gehen. Irgendwie geht's beim anderen gerade nicht, keine Ahnung. Bam! Ist er tot? Immer noch nicht. Hey, what? Warum nicht? Keine Ahnung. Er ist irgendwie außerhalb. Vielleicht geht's deswegen nicht, weiß ich genau. Ist es auch so, dass die Gegner hier auch mehr aushalten? Oder... ich habe keine Ahnung. Oder macht mein Schwert doch weniger Schaden? Als das andere, das glaube ich aber eigentlich weniger. Das wäre etwas seltsam, wenn das so wäre. Das dürfte schon am meisten Schaden machen. Ich weiß aber nicht. Ich treffe aber auch nicht. Ich weiß aber nicht genau. So. Okay, jetzt aber sehr gut. Jetzt kann ich dann den einen hoffentlich dann nachher besiegen. Okay, der ist jetzt tot. Sehr gut. Und irgendwie sehe ich gar nichts, weil wir einfach überall viel zu viele Gegner auf einmal sind. Das ist echt heftig. Und schon der nächste Iglu-Typ. Ja, das ist halt irgendwie doof, weil wenn zwei von den Iglu-Typen auf einmal da sind, dann verliere ich da irgendwie leicht die Übersicht, auf wen ich jetzt gehen sollte und von wem welches Feuer stammt und sowas. Deswegen, ich sollte die wirklich der Reihe oder halt nacheinander besiegen. Und nicht unbedingt gleichzeitig, dass ich halt wirklich immer nur gegen einen zu einem Zeitpunkt, verdammt, gegen einen zu einem Zeitpunkt kämpfen muss, weil das ist dann ansonsten echt nicht so einfach, wie ich finde. Okay, jetzt kann ich ihn wieder abputzeln. Ich gehe jetzt dann nur auf den mal speziell. Wenn noch andere Gegner auch reinlaufen, wäre es mir auch recht, aber ich gehe speziell auf den Iglu-Typen. So, und stirb. Sehr gut, okay, alles klar. Wunderbar. So, mal kurz hier zerschneiden, einfach so. Und dann gleich nochmal auf dich. Das ist auch eine ganz coole Idee eigentlich, dass wir jetzt dann hier halt wirklich so ganz viele Kämpfe in Folge haben, weil so in der Art hatten wir das eigentlich auch noch nicht bisher im Spiel.
Und wenn das Spiel irgendwie immer noch neue Sachen macht und mich immer noch mit neuen Dingen überraschen kann, dann ist es ja etwas sehr Gutes. Und wie gesagt, ich könnte jetzt hier mega viele Dämonenzähne mir holen, aber ich werde es mal dann aus Zeitgründen sein lassen und dann hier doch eher schnell vorankommen wollen. Ist, glaube ich, besser so. Jetzt mal kurz, normaler Schlag macht so viel Schaden. Das ist irgendwie nicht so viel, habe ich das Gefühl. Ist es, mach ich doch so mehr Schaden mit dem Ding? Ne, ist genauso viel. Oder, ah ne, jetzt hab ich vergessen zu wechseln. Mann, ich bin auch dumm. Ich dachte, ich hätte gewechselt, aber irgendwie habe ich mich verdrückt oder sowas, keine Ahnung. Das war jetzt auch dumm. Ich weiß dann, wenn das noch ein drittes Mal kommt, was sein könnte, wegen aller guten Dinge sind drei und sowas. Ja. Werde ich jetzt dann nochmal kurz mit dem anderen Schwert testen, ob das nicht doch mehr Schaden macht, weil irgendwie ist es doch relativ wenig, habe ich das Gefühl. Oder die Gegner sind halt hier stärker oder sowas. Ach du Scheiße, die beiden, okay. Mit einem normalen Angriff mache ich mit dem Donnerschwert quasi nichts. Kann man kaum sehen, den Strich, den ich da gemacht habe. Setz dich als Hauptwaffe, ja genau, sorry. Das wollte ich gerade eben eigentlich auch schon machen. So. Okay, jetzt mal kurz verlangsamen am besten auch. So, und da machen wir. Erst glaube ich genauso viel, oder? Ungefähr. Also arg viel mehr ist es auf jeden Fall nicht, was ich mit dem Donnerschwert mache. Aber ich mache auch nicht weniger Schaden. Das kann man schon festhalten. Ja, nee, es ist vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ich meine, es würde Sinn machen, wenn es mehr wäre. Weil eigentlich müsste es so sein. Weil es halt, weil ich das bei den anderen Waffen jetzt auch schon so gelernt habe. Dass man mit den späteren mehr Schaden machen kann. Deswegen, oh Gott, ey. Eigentlich müsste es dementsprechend sein. Und ich werde es mal jetzt auch einfach annehmen, dass so ist. Und jetzt dann doch eben beim Donnerschwert bleiben. Aber die Gegner haben halt hier schon einiges drauf, weil hier wirklich einige Gegner kommen und am Anfang halt eher schwache noch. Aber in der zweiten Runde dann schon etwas stärker und hier haben wir jetzt wirklich sehr starke Gegner, mit denen wir es zu tun haben. Vor allem halt wieder zwei von denen gleich. Das macht es nicht gerade einfacher, das Ganze. Und da werde ich dann doch noch hier einige meiner Items dann hergeben können. Jetzt kann man vielleicht das mal kurz machen, einfach so. Ich nehme mal gegen euch... Was nehme ich denn? Exorzismus 11 vielleicht mal. Machen wir das mal einfach so. Ja. Yeah! Das hat sie getötet? Macht das so viel Schaden? Echt jetzt? Weil die hatten ja... Ah ne, der eine lebt noch. Okay. Ah ne, ich habe sogar den nicht getroffen, oder wie? Den anderen habe ich getroffen, aber den nicht. Das ist komisch, weil ich meine, das ist ja eine große Schockwelle, die ich da machen kann. Und ich dachte schon, dass ich da beide... Verdammt. Ich dachte schon, dass ich da beide damit treffen würde. Aber anscheinend nicht. Keine Ahnung. Egal. Ist auch schön drauf an jetzt hier, während der Verlangsamung. So. Und schön viel Schaden machen. Und er ist auch benommen. Nice. Okay. Gut. So, aber da will ich jetzt eine coole Belohnung haben. Oh nein. Was? What? Drei auf einmal? Spinnen die? Das ist aber jetzt schon, das ist schon heftig jetzt, finde ich. Aber das finde ich cool. Das finde ich sogar sehr cool. Weil, bisher finde ich ja immer noch, dass so ziemlich alle Kämpfe in dem Spiel sehr einfach waren. Das wird sogar wahrscheinlich auch, kann ich schon mal ein bisschen hier spoilern, bei meinem Fazit dann zu dem Spiel, was ich dann am Ende geben werde, wird eventuell auch einer meiner größten Kritikpunkte sein, dass die Kämpfe halt in den meisten Fällen viel zu einfach waren, wie ich finde. Weil ich meine, cool waren sie zwar schon trotzdem, einige von den Bosskämpfen vor allem waren ganz cool, aber sie waren halt viel zu einfach, die ganzen Kämpfe. Aber das hier ist jetzt nochmal dann sehr schwer, aber das finde ich gut so. Ja, ohne Items sind wir hier völlig aufgeschmissen. Okay, dann werde ich jetzt mal zum ersten Mal endlich mal dann den Magen benutzen. Ich werde mal kein Item einsetzen, keinen Knochen oder sowas. Dass wir dann mal endlich mal sehen können, wie ein Magen denn überhaupt so funktioniert. Weil das haben wir noch immer nicht gesehen. Und das würde mich aber auch interessieren. Ich mal kurz den töten übrigens. Sehr gut, okay. Der ist tot. Aber vielleicht brauche ich auch doch keinen. Und ich schaffe jetzt noch, die zu besiegen. Bestimmt. Ich meine, sie haben schon viel Schaden genommen, aber das traue ich mir jetzt dann doch nicht mehr ganz zu. Muss ich zugeben. So, ob ich sogar jetzt den auch besiegen kann noch. Okay, sehr gut. Und der letzte, aber ich glaube, der hat noch relativ viele Leben, oder? Der hat noch volle Leben einfach mal. Toll. Okay. Ich werde mal hier nicht mehr so defensiv spielen. Wenn ich gleich getroffen werde, ist okay, weil ich ja sowieso den Magen, wie gesagt, zeigen will. So. Okay, jetzt hab ich aber wieder Göttlichkeit getroffen. Das stimmt natürlich. Ne, wisst ihr was? Ich werde es jetzt mal zeigen. Ich werde mich jetzt mal absichtlich treffen lassen, dass wir es mal sehen können, was mich auch mal endlich interessiert, wie denn der Magen jetzt funktioniert. Yeah, mit einer schönen Animation noch. Okay, also wirklich genauso wie eine Fee aus The Legend of Zelda. Okay, alles klar. Gut. Haben wir das auch endlich mal gesehen hier im, weiß nicht, was ist das für ein Part? Irgendwie 74 oder sowas, glaube ich. In einem sehr späten Part auf jeden Fall. Was war es eigentlich gegen euch? Das habe ich auch, glaube ich, nie rausgefunden, oder? Das schneiden wir einfach. Nee, egal, passt schon. So, jetzt kommen wir nicht mehr bitte noch vier, oder? Das war's jetzt hoffentlich. Das war's, ja, okay. Heieiei. So, aber jetzt will ich eine coole Belohnung haben. What? Wie lange geht denn das? Okay, das finde ich aber jetzt schon heftig. Weil ansonsten muss man sowas immer dreimal irgendwie bisher im Spiel machen.
Aber jetzt sogar mehr als dreimal. Und ich meine, was für stärkere Gegner können denn noch kommen eigentlich? Das waren ziemlich die stärksten Gegner, finde ich. Okay, die Trommel... Oh, nee, die Trommelgegner. Oder einer von denen zumindest. Okay. Und jetzt eine neue Version von... Oder kennen wir die überhaupt schon, die Gegner hier? Also ich meine, die verhalten sich ja auch wieder sehr ähnlich wie auch die anderen Gegner, die wir halt schon kennen. Die halt immer ihr Schwert vor sich schützend halten. Das kennen wir ja schon. Aber kennen wir schon diese spezielle... Ach, scheiße. Diese spezielle Art von Gegnern? Weiß ich gar nicht genau, weil die halten auch sehr viel aus. Ja, okay. Dann werden wir wohl hier den ganzen restlichen Part damit beschäftigt sein, denke ich mal. Aber bin ich froh, dass ich das noch gefunden habe hier, weil das ist echt cool. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was es dann gleich für eine Belohnung für uns geben wird. Wenn es dann eine gibt. Weil ich meine, vielleicht kriegen wir auch sogar noch keine. Weil wir halt alleine in den Kämpfen auch schon super viel mitnehmen können. Theoretisch ganz viele Dämonen sehen, aber vor allem auch super viel Geld kriegt man hier. Deswegen, vielleicht gibt es sogar hier echt keine weitere Belohnung. Könnte ich mir sogar echt vorstellen. Aber schauen wir mal. Ja, ich sollte mich mal um die Trommelgegner übrigens kümmern, ne? Das sollte ich mal echt machen. Weil die sind mir ein ziemliches Dorn im Auge. Mal kurz am besten verlangsamen. Ja. Und dann mal zumindest einen. Ach Gott, ey. Am besten mal einen von denen dann irgendwie ausschalten. Oder wenn es geht, natürlich auch mehrere. Das wäre natürlich noch besser. So. Immer schon verlangsamen, immer noch eine der besten. Ah, ist sogar gut gegen die für den Mondszene, alles klar. Ist immer noch eine der besten. Eine der besten Fähigkeiten hier für den Kampf, wie ich finde. Das verlangsamen. So. Und schön drauf kloppen. Auf dich. Aber er schlägt gleich zu. Ich wollte eigentlich springen, aber ich habe jetzt während dem Verlangsamen wieder mir eine grüne Göttlichkeit zulegen können. Weil die mich da jetzt halt kaum treffen konnten, weil sie selber halt nicht angreifen dürfen, wenn. Oh Gott, ey. Wenn es verlangsamt ist. Aber ich selber kann halt schon angreifen. Aber jetzt habe ich die schon wieder weg. Weil die Trommelgegner hier, die sind auch ultra nervig, wenn die halt immer da am Boden so entlang sausen. Weil man sie mal kaum irgendwie sehen kann und rechtzeitig ausweichen kann. Und dann können die einen da wirklich immer ganz, ganz leicht treffen, was echt irgendwie nervig ist. Aber muss ich jetzt eben damit zurechtkommen. Und ich will jetzt am besten den auch besiegen, bevor der mir zu viel Ärger macht. Er hat noch volle Leben natürlich, ne? So ungefähr. Das schaffe ich dann jetzt auf gar keinen Fall hier. Werde ich nochmal kurz warten müssen dann. Puh. Ja, aber da ist jetzt wirklich einiges los in den Kämpfen hier. Und da können wir jetzt dann endlich mal unsere Mägen und auch die ganzen Items, die wir gesammelt haben, die ganzen Knochen und sowas, können wir jetzt dann endlich mal hier auch sinnvoll gebrauchen. Weil die Kämpfe hier haben es echt in sich. Vor allem, wenn man die wie wir jetzt in Folge macht, dann muss man hier wirklich lange durchhalten. Und das hat es dann schon in sich. So. Und stirbt bitte. Sehr gut. Okay. Waren das denn jetzt alle Trommelgegner wenigstens? Ich glaube erstmal schon, aber es könnten natürlich noch gleich mehr kommen. Mal gucken. Übrigens, Bomben könnte ich auch mal ein paar mehr schmeißen, ne? Ich weiß schon, weil ich habe ja, ich kann sogar drei Bomben mittlerweile, verdammt, wenn es dann klappen würde. Ich kann sogar mittlerweile drei Bomben auch hinlegen, deswegen, das wäre, glaube ich, schon auch ganz gut, um die immer so ein bisschen zu treffen. Aber irgendwie dauert es halt ziemlich lange, so eine Bombe zu malen, weil ich erst einen Kreis malen muss und dann noch so einen Strich, ne? Und das dauert mir irgendwie zu lange, weil halt das normale Angreifen in den meisten Fällen um einiges schneller geht. Und ich bin es halt auch nicht so ganz gewohnt, weil bisher hatte ich halt, wie gesagt, in den Kämpfen noch nie so wirklich große Probleme, als dass ich dann da immer auf die allerheftigsten Pinseltechniken zurückgreifen musste und dass ich da ständig irgendwelche von denen gemacht habe. Das musste ich bisher nicht wirklich machen. Aber jetzt dann hier, in diesen Kämpfen, die haben es wirklich in sich. Da... Soll ich mir das dann schon eher überlegen? Und eigentlich sollte ich niemals volle Tinte haben, weil das heißt, dass ich stattdessen auch irgendwas anderes machen könnte, dass sich dann die Tinte danach wieder regeneriert. Das sollte ich eigentlich deswegen jetzt immer irgendwie bedenken. Aber da ist eigentlich, muss ich zugeben, verlangsamen finde ich halt immer die bessere Wahl als jetzt eine Bombe. Außer ein Gegner ist speziell anfällig gegen eine Bombe, dann vielleicht nicht, das stimmt. Aber wenn das nicht der Fall sein sollte, und wenn der Gegner neutral auf eine Bombe reagiert, dann finde ich halt verlangsamen eigentlich immer besser, weil ich halt dann... die Zeit super ausnutzen kann, um die Gegner schön in Sicherheit hier zu treffen und weil ich vor allem dann meine Göttlichkeit halt auch voll schnell aufladen kann. Das haben wir jetzt auch schon mehrmals gesehen. Jetzt habe ich wieder eine grüne Göttlichkeit nämlich. Und deswegen ist da wirklich verlangsamt, wie ich finde, um einiges besser. So. Und stirb. So, der vierte Kampf in Folge. War's das jetzt dann? Oder sind es doch 5? Oder 10? Oder 100? Oder 1000 Millionen Milliarden? Schöne Zahl, ich weiß. Geht immer noch weiter. Okay. Ja. Machen wir auch noch. Ach du Scheiße. Jetzt kommen die wieder. Ich bin mir echt gar nicht sicher, ob wir diese Gegnerart überhaupt schon so kennen. Weil ich meine, wie gesagt, natürlich, habe ich ja gerade eben auch schon erwähnt, natürlich kennen wir diese Gegner schon, haben wir schon mehrmals gesehen, die ihre Waffe schützend vor sich halten und wo ich halt dann Kraftstreich machen muss, ne, das kennen wir. Und auch diese Art von Gegner kennen wir, die da diese leuchtenden Dinger um sich herum haben, die Laserstrahlen abfeuern können, haben wir auch schon mehrmals gesehen. Aber ich meine halt jetzt speziell diese Gegnerart, die gerade vor uns steht, und auch diese, auf jeden Fall das Aussehen von den Gegnern. Haben wir diese Gegner schon jemals davor gesehen? Ich kann mich nämlich nicht daran erinnern.
Und die halten auch wirklich verdammt viel aus. Und meine, oh nein. Und meine alten Waffen, weiß ich gar nicht, ob mir das wirklich möglich gewesen wäre, gegen die sinnvoll zu kämpfen. Deswegen, vielleicht sind die jetzt sogar wirklich dann wieder neu. Ich weiß auch nicht genau. So, der eine ist draußen. Ich erstmal auf den. Erstmal schön auf den draufhauen. Ja, dass ich vielleicht jetzt schon gleich schon den besiegen kann, bevor er einen Angriff machen kann. Aber er holt schon aus, leider. Ja, schafft glaube ich nicht mehr ganz. Außer ich verlangsame jetzt nochmal schnell. Vielleicht noch gerade so. Und, okay, ich habe ihn töten können. Sehr gut. Habe ich schon mal dann einen weniger von den Problemkindern hier. Zählt es noch? Natürlich nicht. Ich muss da echt mal aufpassen, wenn ich irgendwas malen will. Ich darf wirklich niemals schon am Anfang irgendwie außersehen einen Punkt oder sowas machen. Weil dann danach schon die Aktion, die ich dann machen will, direkt versaut ist. So, schön ausweichen erstmal, wenn du hier am Boden entlang saust. Das ist echt total nervig, weil er einen da so leicht auch treffen kann. Und weil es halt auch so leicht und schnell die Göttlichkeit nach unten zocken kann. Deswegen, da muss man echt immer stark aufpassen. So, nochmal. Aber das Gute ist eben, dass ich auch selber während Verlangsamen vor allem die Göttlichkeit wieder schön nach oben bringen kann. Und wie gesagt, die Mondszene sind mir jetzt egal hier. Weil ich jetzt hier erstmal irgendwie überleben will, um Gottes Willen. Was auch schon so seine Schwierigkeiten hat. Aber Verlangsamen ist halt echt mega OP. Und ich kann damit wirklich sehr gut immer gegen die Gegner vorgehen. Vor allem, wenn ich halt einfach ständig verlangsame. Und ich meine, es ist halt echt total cool. Weil ich eben auch schon sehr viele Tintenfässer habe. Und ich kann deswegen auch erlauben, häufig zu verlangsamen. Das Blöde ist nur, dass das Verlangsamen gegen die Laserköpfe von denen nicht so wirklich funktionieren. Weil die können die immer noch abschießen währenddessen und mich dann damit auch noch relativ leicht treffen. Deswegen ist noch so ein bisschen das Blöde. Und das klappt nicht so ganz ideal, wie ich mir das eigentlich wünschen würde. Aber das ist schon trotzdem okay, würde ich behaupten. So, und gleich nochmal. Nein, ich wollte verlangsamen. Moment, nochmal. Jetzt aber, sehr gut. Und wieder währenddessen schön draufhauen. Und schön viel Schaden machen, vor allem auch mit unserer coolen Combo. Okay, sehr gut. Und aber dann der nächste. Und nochmal verlangsamen. Und dann am besten, wenn wir beide auf einmal treffen. Sehr gut. Ich habe ein bisschen was von meiner Göttlichkeit wieder verloren. Aber, der ist schon tot. Aber das ist schon okay. So, und der ist auch gleich tot. Und stirb. So, war auch der letzte anscheinend. Bam. Und, keine mehr. Okay. So, 5 Kämpfe in Folge. War's das jetzt? Vielleicht? Hoffentlich? Mal gucken. Nein! Wie viele sind das? Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie lang der Part wieder mal ist, weil ich ja wieder einiges zusammenschneiden musste. Aber ich glaube, wir dürften jetzt schon so eine halbe Stunde ungefähr erreicht haben, würde ich. Oder vielleicht sogar schon mehr. Aber ich meine, vor allem, ich mache noch einen zumindest. Vor allem sehen wir halt auch so halbwegs neue Gegner, zumindest weil ich ja glaube, dass wir diese Art von Gegner irgendwie noch nie gesehen haben zuvor. Und deswegen will ich die jetzt auch nicht rausschneiden, die Kämpfe oder sowas. Weil es halt sogar noch so halbwegs neue Gegner vielleicht sind, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Aber es könnte eben sein. Und deswegen rausschneiden will ich die eigentlich nicht, die Kämpfe hier. Ich will die schon mit euch gemeinsam machen. Und dann jetzt da ein paar von denen erst im nächsten Part zu machen, ist aber irgendwie auch doof. Wenn wir jetzt schon diesen Part, ach scheiße, schon diesen Part damit angefangen haben. Deswegen, ich bin mir unsicher, was ich hier tun soll. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es hier nicht einfacher wird. Und dass je weiter wir kommen, dass es dann umso schwieriger immer wird. Aber du bist da auch gleich tot. Sehr gut, okay, jetzt haben wir nur noch dann normale Gegner übrig, wollte ich gerade sagen. Aber da ist schon wieder eine von den weiteren Statuen. Da sogar zwei von denen. Oh weia. Ja, die Gegner haben sie echt ziemlich drauf. Und ich hätte vielleicht doch mir ein paar mehr meiner Items sogar aufheben sollen. Weil ich habe ja mal vor einiger Zeit irgendwie voll viele meiner Items verkauft, dass ich dann noch zumindest eins von denen übrig hatte, von den ganzen Exorzismus-Dingern zum Beispiel. Da hatte ich ja jetzt nur noch einen übrig, bis auf Elder hatte ich noch zwei, weil ich da schon ein anderes irgendwo gefunden habe anscheinend. Aber das hätte ich vielleicht gar nicht unbedingt machen sollen, weil so einige Male Exorzismus einzusetzen, das wäre jetzt hier ganz cool gekommen, weil ich nämlich dann viele von den Gegnern gleich instant hätte besiegen können, so ungefähr. Oder ich hätte ihnen halt viel Schaden machen können. Das wäre schon einiges wert gewesen. Aber andererseits war es ja, glaube ich, auch... Jetzt habe ich gleich ein Problem. Andererseits war es ja, glaube ich, auch so, dass ich eigentlich die Items fast zwingend verkaufen musste, weil ich ja unbedingt irgendwelche anderen Sachen kaufen wollte. Neue Waffen oder sowas. Deswegen, so verkehrt war es, glaube ich, doch nicht, das dann zu machen. Aber hätte sich schon gelohnt, hier jetzt dann noch ein paar Mal mehr Exorzismus zu haben und das hier ein paar Mal einsetzen zu können. Aber auch mit unserem Schwert machen wir ja schon vergleichsweise viel Schaden. Die Gegner halten auch halt auch so viel aus. Aber wir machen schon recht viel Schaden. Deswegen ist es schon in Ordnung, würde ich mal behaupten. So, der ist auch tot, wunderbar. Gut, und dann du bist auch tot. Ich glaube, so viele Gegner kommen jetzt hier schon in der Runde gar nicht mehr, weil die Statuen halt auch ultra viel aushalten. Also ultra viel vielleicht nicht, aber schon sehr viel. Und schon wieder zwei von denen. Gott, ey. Deswegen glaube ich eigentlich, wie gesagt, dass jetzt dann nicht mehr so viel hier kommen dürfte. Aber ja, das wollte ich auch noch erwähnen. Auf jeden Fall muss ich dann bei dem anderen Ort, den wir bisher gesehen haben,
mit dann noch der anderen Spinnenvariation da, muss ich dann auch nochmal unbedingt nachschauen, ob da auch so ein Tor ist. Wahrscheinlich nämlich schon, würde ich mal vermuten. Und es könnte ja sogar auch sein, dass es noch mehr von diesen Kämpfen hier in der Welt gibt. Das habe ich ja auch schon vermutet, dass wir nicht nur für die Spinnenkönigin-Variationen auf der Welt finden können, sondern auch für die anderen Bosse. Und wenn es wirklich so ist und wenn da auch überall danach noch so ein Tor erscheint mit weiteren heftigen Kämpfen, dann haben wir noch Milliarden Kämpfe vor uns in dem Spiel. So ungefähr. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich noch so sein wird. Vielleicht ist auch der Ort hier eine Ausnahme und nur hier kann man dann solche Kämpfe bestreiten. Aber ich würde eigentlich vermuten, dass das dann an dem anderen Ort, das war ja deutlich bei der Ryoshima-Küste, der andere Ort mit der anderen Spinnenkönigin-Variation, ich glaube schon. Ich würde schon vermuten, dass es dann da genauso sein wird und dass wir dann da auch so ein Tor sehen, was dann auftaucht, mit auch so heftigen Kämpfen. Würde ich eigentlich schon annehmen. Das heißt, dann gleich dürfte, glaube ich, dann die Runde vorbei sein, würde ich mal vermuten. Weil es kommen zumindest keine weiteren Statuen-Gegner mehr, sondern nur noch die hier, und die sind jetzt nicht so mega stark. Die halten nicht so viel aus und nach ein paar Schlägen sterben die schon. Deswegen, das können wir jetzt dann noch relativ leicht hinkriegen. Aber es kommen vielleicht noch ein paar mehr von denen, weil ich habe jetzt mich hauptsächlich immer auf die Statuen-Gegner konzentriert. Und vielleicht kommen halt hier insgesamt, waren das jetzt von den Statuen-Typen 8 oder sowas vielleicht? Vielleicht kommen hier insgesamt 8 von den Statuen-Typen und halt, weiß nicht, 20 von den anderen oder sowas. Und weil ich eben von den anderen erst weniger besiegt habe, kommen jetzt vielleicht noch ein paar. Aber nee, ist anscheinend der letzte. Ah, okay. Puh, puh, puh. So, war's das jetzt? Ich glaube eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Ne, okay. Aber ich muss mal jetzt übrigens ganz kurz einen Schnitt machen. Moment. Okay, da bin ich wieder. Und ich will das eigentlich immer noch weitermachen. Ich meine, der Part könnte zwar dann sehr, sehr lang werden, aber wenn die Nachholparts länger werden, ist es schon okay. Jetzt kommt da, glaube ich, die 7. Runde jetzt dann, meine ich. Ich werde es mal vielleicht noch bis zur Runde 10 machen, weil, ich meine, wird es sogar über 10 hinausgehen? Das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass es sogar noch länger geht. Weil, oder sind es doch 50 Räume oder sowas hier? 50 Kämpfe, die man machen muss? Oder 100? Aber das würde irgendwie zu lang dauern, finde ich. Weil ich meine, selbst 10 Kämpfe dauern schon sehr, sehr lange. Und ich werde mal, wie gesagt, wenn es dann nach 10 immer noch weitergehen sollte, dann trotzdem dann nach dem 10. Kampf das erst beim nächsten Mal weitermachen. Und der kann übrigens irgendeine giftige Brühe auskotzen. Wow. Was zum Teufel? Auskotzen. Also, sowas habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht gesehen, den Angriff von dem. Aber das sind ja auch sowieso eben anscheinend etwas stärkere Gegner hier. Etwas stärkere Variationen von den Gegnern, die wir schon eigentlich kennen. Weiß ich, was gegen den ist? Keine Ahnung. Verschneiden. Egal. Warst du schon? Ja, das war schon fast zu erwarten, weil es ging dann doch etwas zu schnell. Vor allem im Vergleich zu den anderen Runden, die noch um einiges länger gedauert haben. Und ich habe jetzt wieder dann 3 von denen. Okay. Ja, das ist so ähnlich wie auch in der anderen Runde, wo wir erst gegen 2 von diesen Stieren oder sowas da gekämpft haben und wo dann anschließend auch nochmal 3 in Folge gleich kamen. Deswegen vielleicht ist aber dann das hier wenigstens die letzte Runde schon aus diesem, oder auf jeden Fall aus dieser Schlacht hier. Und danach werden dann eventuell keine weiteren Gegner mehr auftauchen. Könnte es sein, aber es geht auch fast zu schnell. Weil ich meine, die Gegner sind ja auch um einiges einfacher, muss man zugeben, als diese Stiere da. Und deswegen glaube ich schon, dass danach dann noch mehr aufkommen wird. Aber gucken wir einfach mal. So, der ist auch besiegt. Wunderbar, nur noch einer ist übrig. Ich habe jetzt noch gar nicht verlangsamt übrigens hier. Hätte ich auch wieder eigentlich 1000-mal machen sollen, weil wie gesagt, verlangsamen einfach mega OP ist. So, und jetzt kann ich gar nicht angreifen. Was macht er jetzt? Hat er so einen Angriff vorbereitet? Wow. What the fuck? Die haben eine komplett andere Form? Das habe ich noch nie gesehen. Okay. Oder habe ich das schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Da hat er jetzt sein Gesicht, ist jetzt ein Schild geworden und ein Schwert hat er jetzt auch noch auspacken können. Das habe ich noch nie zuvor gesehen. Wow. Das ist heftig. Obwohl wir jetzt echt auch schon ein paar Mal gegen diese komischen Gegner besiegt haben, das haben die davor noch nie gemacht. So eine Transformation da. Okay, das ist sehr interessant. Man lernt eben nie aus. Gut, ja, es kommt noch mehr. Also ich bin mir jetzt recht sicher, dass, wenn überhaupt, es dann schon bis zum mindestens 10 gehen wird. Weil bei 8 oder 9 wird es nicht aufhören. Das wäre eine komische Zahl. Wenn schon bei 10 oder halt dann doch bei 20 oder noch mehr 50, 100. Aber das wird fast zu lange dauern. Ich weiß nicht genau. Wir schauen mal. Was uns jetzt bei Runde 8 dann so erwarten wird. Wir kämpfen gegen 2 Wackers. Was? Was ist das denn jetzt? Okay. Vor allem gleich gegen 2, ne? Einer hat nicht gereicht, müssen natürlich 2 sein. Okay, das erinnert mich in der gesamten Aufmachung gerade auch wieder mal sehr, sehr stark an Bayonetta. Also man merkt irgendwie, dass Hideki Kami ja hier mit dem Spiel und auch mit Bayonetta einiges zu tun hatte. Weil das nämlich auch sehr, sehr ähnlich von der Aufmachung her ist, wie ich finde. Wie auch da die Bonuskapitel, wo man sich dann auch durch alle möglichen...
ja, natürlich, durch alle möglichen Gegner hindurchkämpfen musste. Sondern hier ist dann jetzt noch die böse Rau. Die muss man wieder mich übrigens kurz heilen. Das ist echt nicht so einfach. Die böse Rau oder halt der Herr der Finsternis. Mal kurz heilen. Ich werde sogar jetzt mal wieder ein Item benutzen, ein anderes. Vielleicht eins von denen hier. Angriffserhöhung vielleicht mal, oder? Ja. Obwohl ich denen eigentlich schon eh sehr relativ viel Schaden machen kann. Mit einem einzigen Schwertstreich vor allem. Oh Gott, vor allem wenn ich ihn auflade. Aber die sind eben leider sehr, sehr schnell. Die ist sogar noch ein bisschen schneller als Wacker, würde ich fast behaupten. Und, oh Mann, ey. Und die Attacke, wo sie ihre Schwerter so raushaut, ist auch relativ fies. Blöd ist halt vor allem, dass ich gegen zwei auf einmal kämpfen muss. Und das macht es auch nicht gerade einfacher. Jetzt kann ich sie aber treffen, die eine zumindest. Und warum mache ich es eigentlich wieder nicht? Ich sollte wieder 1000-mal verlangsamen eigentlich. Einfach nur verlangsamen. Und nur währenddessen kämpfen. Weil ich nämlich dann viel bessere Karten habe. Obwohl ich aber jetzt gerade irgendwie nicht gescheit treffen konnte. Weil ist es vielleicht so, dass ich gegen Rau, gegen die Böse, dass ich da sie nicht treffen kann, während verlangsamen? Doch gar nicht schon. Geht ganz normal. Keine Ahnung. Boah, hier nehme ich jetzt aber sau viel Schaden. Weil ich habe mich gerade eben schon heilen müssen. Und ich werde mich aber gleich sogar nochmal heilen müssen, wenn ich nicht wieder einen Magen hergeben will. Und das will ich eigentlich nicht. Ich muss mich wieder heilen. Puh. Okay, jetzt wird's nochmal schwierig werden. Ich weiß nicht genau, muss ich mir sogar Sorgen machen, dass ich es nicht schaffen werde? Das hier und dass ich sterbe, also dass ich komplett Game Over gehe, das glaube ich jetzt eigentlich weniger, weil ich doch noch sehr, sehr viele Items habe und ich habe ja auch noch aktuell immer noch zwei komplette Wegen und ich habe vor allem auch noch einige goldene Pfirsiche, da habe ich noch über 10 oder sowas, glaube ich, mit denen ich dann auch immer einen kompletten Magen füllen kann. Also ich habe darüber hinaus dann dadurch auch noch 10 weitere Feen quasi oder so. Deswegen, ich glaube jetzt nicht, dass wir hier dann Game Over gehen werden, es sei denn, es geht bis 50 oder sowas. Wenn es so weitergeht, dann schon. Wenn es bei 10 aufhört, dann schaffen wir schon, aber... Das ist jetzt schon schwierig gewesen. Also gegen die Wackers ging es eigentlich, aber gegen die Raus, da habe ich jetzt ziemlich auf die Mütze bekommen. So, Runde 9. Okay, jetzt haben wir einfach beide gemixt. Okay. Ich gehe jetzt erst auf Wacker, weil der einfachere Gegner ist. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, was da jetzt besser ist, weil gegen beide Taktiken könnte man da bestimmte Argumente hervorbringen, was da jetzt dann klüger wäre, zuerst auf Wacker zu gehen oder zuerst auf Rao zu gehen. Ob ich zuerst halt den leichteren Gegner halt erstmal weghaben will, weil das halt schnell geht, dass ich relativ fix nur noch einen Gegner habe, oder ob ich halt zuerst Rao loswerden will, weil sie halt die deutlich größere Gefahr ist als Wacker, finde ich zumindest. Da weiß ich nicht genau, was da jetzt dann wirklich im Endeffekt die klügere Wahl ist. Aber so oder so ist das hier... Na verdammt. So oder so ist das hier sehr, sehr schwer. Der Kampf, also ab jetzt, dann spätestens ab der Runde ist es der Schwierigkeitsgrad wirklich ganz, 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 ganz stark angezogen, weil das hat es jetzt schon in sich. So, gleich nochmal heilen. Ich werde mal auch ein paar von den Kleinen übrigens mal nehmen. Hier so, okay, dass ich mich nicht ständig immer wieder heilen muss. Jetzt habe ich wieder fast volle Leben erstmal. So, ein Wacker ist fast tot, das sollte ich, Alter, sollte ich ausnutzen. Ich meine, die Kämpfe jetzt hier gegen die einzelnen starken Gegner sind halt deswegen um einige schwieriger, weil ich hier nur viel, viel schwieriger meine Göttlichkeit aufladen kann. Und das war halt das, was mich gerade eben immer noch so ein bisschen... Ich kann die irgendwie nicht treffen gescheit währenddessen, ne? So halb. Jetzt ist eine zweite auch noch da. Jetzt habe ich... Ja, toll, jetzt darf ich gegen zwei von denen kämpfen. Ja, dann wäre es doch... glaube ich, anders besser gewesen, weil gegen zwei raus auf einmal kämpfen... Scheiße. Gegen zwei raus auf einmal kämpfen zu müssen, das ist dann doch ein bisschen sehr heftig. Das haben wir ja gerade eben auch schon gemerkt. Dass ich da dann häufig keine... Oh Gott, keine so guten Chancen habe. Ich soll mal nochmal ein Item benutzen. Ich nehme mal einfach nochmal... Oder vielleicht sogar den hier? Ich werde sogar vielleicht den für die Verteidigung nehmen, genau. Auf jeden Fall kann ich eben hier gegen die beiden viel, viel schwieriger nur meine Göttlichkeit aufladen. Und das war eben das, was mich vorhin immer ganz häufig noch gerettet hat. Deswegen habe ich jetzt hier viel mehr Probleme. Weil vor allem können die halt, selbst wenn ich verlangsame, habe ich das Gefühl, können die viel besser ablocken oder auch meinen Angriffen ausweichen. Und deswegen kann ich selbst mit verlangsamen dann nicht unbedingt immer so ganz effizient die treffen, was es natürlich um einige schwieriger macht. So, jetzt kann ich wieder hier schöne Treffer erzielen. Sehr gut, okay. Verdammt, aber die Stoßattacke solltest du trotzdem... Ja, nochmal ein Wacker natürlich. Solltest du aber trotzdem häufiger machen, weil da kann ich nämlich dann direkt danach dich ziemlich gut treffen, auch zerschneiden und sowas zum Beispiel. Deswegen, das klappt ganz gut. Ich habe mal wieder verlangsamen, weil ab und zu klappt schon, aber während dem Verlangsamen kann sie immer ziemlich gut ablocken. Und deswegen, verlangsamen klappt auch gegen hier Wacker und gegen Rao nicht so wirklich gut. Aber gegen Wacker habe ich es noch nicht so wirklich getestet. Geht es vielleicht gegen ihn doch ganz gut? Ja, die gegen ihn klappt schon gut, nämlich, ne? Also Wacker ist da schon um einige schwächer als Rao oder halt der Herr der Finsternis, wie auch immer. Weil bei ihm klappt verlangsamen relativ gut und er kann sich damit, er lässt sich damit ziemlich leicht fertig machen hier, wie wir sehen können. Okay. Uiuiuiui. Immer noch nicht, was? Ich dachte, jetzt wäre es aus. Immer noch nicht, das gibt's noch nicht. Nochmal eine von denen. Kann nicht wahr sein. Puh. Ja, das hat es jetzt sehr in sich. Das hat es jetzt sehr, sehr in sich sogar. Aber ich habe jetzt auch in letzter Zeit ein bisschen weniger Schaden, oh nice, in letzter Zeit ein bisschen weniger Schaden genommen,
Und ich mache aber selber sehr viel Schaden. Ich habe weniger Schaden genommen durch mein Item, aber ich kann selber hier schön drauf kloppen. Auf die gute Rau. Oder auf die böse Rau wohl eher. Und hier, boah, nice. Und boah, super viel Schaden machen. Cool. Okay, das habe ich jetzt sogar auch gemerkt. Wenn sie da ihre Attacke macht, wo sie ihr Schwert in den Boden rammt und wo sie dann Angreifer ist, dann sollte ich sogar gar nicht zerschneiden. Denn wenn ich zerschneide, dann darf sie danach sofort wieder angreifen. Wenn ich aber normal draufhaue, dann nicht. Und das normale Draufhauen macht sogar mit dem aufgeladenen Schwert fast mehr Schaden, oder sogar nicht nur fast, wirklich mehr Schaden als das Zerschneiden, deswegen ist es dann sogar besser. Okay, jetzt Runde 10. Und da würde ich jetzt doch vermuten, dass das die letzte ist, weil Wacker und Rao kann man mit nicht mehr so vielem toppen, wie ich finde. Es sei denn, es kommen wirklich nochmal alle Bosse hier auch vor, irgendwie alle anderen. Aber ich weiß nicht genau, ich würde es mal schon vermuten, dass wir jetzt dann gleich fertig... Oh mein Gott, fertig sind. Dreimal gegen... Ach, heilige Scheiße, gegen Nagi. Nicht Susano, Nagi ist das. Oh weia. Oh weia. Ich komme gar nicht mehr zum Aufstehen. Boah, die greifen ja ständig an. Alter, okay, das wird auch sehr schwierig werden. Und sie haben natürlich auch wieder ihre Fernwaffen mit den Schwertern da. Und gleich drei Stück von denen. Diesmal nicht zwei, sondern drei. Das macht es noch schwieriger. Okay. Boah, ich muss mich schon wieder heilen. Alter. Das ist krass. Das ist krass. Da muss ich jetzt echt hoffen, dass das hier jetzt der letzte Kampf ist. Weil, wenn es jetzt so noch wirklich 10 weitere Runden geht, oder noch mehr, dann habe ich da keine Chance mehr, das zu überleben, glaube ich. Aber das ist schon, das ist jetzt sehr heftig. Ich muss hier auf jeden Fall wieder mal kurz was testen. Geht denn verlangsamt gegen euch sinnvoll? Ja, ich habe den gerade eben treffen können, den einen da. Aber danach irgendwie nicht mehr so wirklich. Okay, einmal kann ich treffen, aber dann... Okay, jetzt kann ich den aber schon treffen. Einmal kann ich treffen, aber dann blocken sie ab. Aber jetzt können wir sehen, jetzt kann ich den wunderbar treffen. Am besten auch noch verlangsamen werden. Deswegen nicht zerschneiden, nicht zerschneiden. Weil zerschneiden bringt ihn da wieder raus, aus seiner geschwächten Form aktuell. Und wenn ich aber einfach normal drauf haue, dann eben nicht. Und so kann ich dann wirklich wunderbar viel Schaden machen. Okay, jetzt wieder verlangsamen gegen den hier. Aber die halten jetzt auch alle mega viel aus. Das wird jetzt echt nicht einfach werden. Jetzt kann ich hier auf den hier wirklich wieder wunderbar viel Schaden machen. Und ich kann vor allem auch so meine Göttlichkeit wieder aufladen. Also das ist wirklich eine ziemlich gute Taktik, dass ich sie irgendwie hier dazu bringen muss, dass sie Schwäche zeigen. Und dass ich eben dann sie schön treffen kann. Und dann muss ich verlangsamen und dann einfach schön draufhauen währenddessen auf den. Ohne zerschneiden oder sowas, nur mit normalen Schlägen draufhauen. Und dann kann ich da sehr viel Schaden machen und ich kann zugleich meine Göttlichkeit auch aufladen. Aber dennoch ist es so, dass die jetzt auch wirklich ultra viel aushalten haben, dieses Spiel. War es nicht so, dass ich übrigens die Schwerter zurückschneiden kann? War das nicht so? Irgendwie? Ich weiß nicht genau, wie das ging, aber irgendwie konnte man Nagi auch sofort in seine schwache Form bringen. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie. Aber ich weiß, dass ich mich schon wieder heilen muss. Oder soll ich mal vielleicht jetzt mal einen weiteren Magen hergeben? Weil dafür sind die ja auch irgendwie da. Ich habe auch noch zwei vor allem. Das werde ich mal machen. Ich werde mal dann gleich einen weiteren Magen hergeben. Das passt schon. Puh. Ja, gleich werde ich ihn dann hergeben müssen, ja. Eieieiei. Das ist schon heftig. Aber auch cool. Also gefällt mir sehr, dieser Kampfraum hier. Gerade weil er jetzt endlich mal eine Herausforderung in den Kämpfen darstellt. Im Gegensatz zu so ziemlich allen anderen Kämpfen, die wir bisher in dem Spiel hatten. So. Jetzt hier schön angreifen. Ja, ich hätte es gerne noch länger vielleicht verlangsamen sollen. Weil ich da gerade wieder eine schöne Chance hatte und ich die jetzt nicht so wirklich mega sinnvoll ausnutzen konnte. So ein bisschen zwar, aber nicht wirklich sinnvoll. Und hier, wie gesagt, verlangsamen, wenn ich einfach so normal verlangsamen, bringt nicht so wirklich. Okay, jetzt aber wieder. Aber normal verlangsamen bringt nicht so wirklich viel. Aber jetzt kann ich wieder den hier schön treffen. Ich kann sehr viel Schaden auf ihn draufhauen und ich kann vor allem meine Göttlichkeit auch wieder aufladen. Deswegen, das ist wirklich eine super Taktik. So. Ja, ich werde getroffen ein bisschen, aber es ist okay. Weil ich nämlich hier... Ja, das ist nicht okay. Also, das ist so ganz ideal ist es immer noch nicht. Weil eben die anderen dann immer noch halt ihre Schwerter da raushauen dürfen. Und das macht es dann immer noch nicht so ganz einfach, selbst wenn ich verlangsamt habe. Dann kommen die zwar auch langsam, aber irgendwann werden die trotzdem ankommen, die Schwerter. Das ist ja unmöglich, ey. Da kommt so viel Zeug angeflogen, wie willst du denn den ganzen Scheiß ausweichen? Das geht doch gar nicht, ganz ehrlich. Okay, ich habe wieder eine Chance, hier wenigstens ein bisschen Schaden zu machen und auch wieder meine Göttlichkeit zumindest etwas aufladen zu können. Okay, dann gleich wieder verlangsamen. Sehr gut, rot habe ich schon. Gelb könnte auch gleich noch folgen. Okay, gelb sogar, jetzt habe ich wieder verloren. Weil jetzt wieder alle Schwerter angeflogen kommen, gleichzeitig so ungefähr. Ich hätte meine letzten Magen nicht aufgegeben, weil ich nämlich dann danach sterben könnte. Und das will ich aber auch nicht. Obwohl ich ja auch noch Pfirsiche haben, muss man zugeben, ne? Ne, werde ich mir sogar einfach eins von denen vielleicht einsetzen. Ja. Und jetzt dann mich einfach gleich wieder sterben lassen. Und dann wieder halt einen weiteren Magen hergeben. Okay, aber einer ist tot. Okay. Und jetzt wird es dann schon... Ah, ne, zwei sind gleich tot. Echt jetzt? Ah, ne, okay, ich dachte beide wären tot. Aber nur einer, passt schon.
Aber jetzt dürfte er allein dadurch schon um einiges einfacher werden. Ich werde nur noch einiges an Schaden nehmen, schon klar. Aber es dürfte jetzt dadurch schon um einiges leichter werden, weil nur noch zwei Gegner zu haben, ist dann doch schon... Oh, nice. Beide sind benommen, das ist super. Ist dann doch schon um einiges einfacher, als wenn es noch drei sind, logischerweise. So, sehr schön. Also das ist optimal. Das ist das Beste, was passieren kann, wenn beide benommen sind, weil ich dann wirklich mich schön auf einen konzentrieren kann und weil ich dem dann wirklich unfassbar viel Schaden machen kann und weil ich zugleich auch meine Göttlichkeit echt super aufladen kann. Okay, jetzt habe ich sogar grüne Göttlichkeit mal wieder. Nice. Liegt auch daran, dass halt jetzt nur noch zwei da sind und schon wieder rot. Super. Dass nur noch zwei da sind, aber das war jetzt auch wirklich sehr viel Glück, was ich jetzt da hatte. Dass da jetzt dann beide gleichzeitig benommen wurden. Okay, passt schon. Weil ich mir auch immer noch nicht ganz sicher bin, wie das jetzt nochmal eigentlich genau ging und ob ich das irgendwie selber hervorrufen kann, dass sie benommen werden, das bestimmt jetzt irgendwie. Ich glaube, es hat schon was mit den Schwertern zu tun, ne? Wenn sie da auf mich zugeflogen kommen. Muss ich die dann mit meinem eigenen Schwert zurückschlagen? Nee, oder? Nee, das nicht. Aber ich habe ja jetzt nie zerschnitten oder sowas. Deswegen, das ist ja auch nicht richtig, ne? Weil ich meine, ich kann die schon zurückschlagen, aber er blockt es dann ab. Okay, jetzt habe ich es wieder geschafft. Okay, vielleicht genau dann, wenn er gerade die Schwerter beschwören will. Dann muss ich ihn angreifen und dann kann ich ihn hier benommen machen und dann schön draufhauen. Das könnte vielleicht sein. Okay, die haben jetzt auch wirklich sehr viel ausgehalten. Also nochmal viel, viel mehr als Wacker oder Rao. Deswegen, das wäre jetzt schon ein würdiger Finalkampf gewesen. Okay. Ah, ich krieg einen goldenen Pfirsich. Oder wie? Habe ich jetzt den wieder zurückbekommen, weil ich den gerade eingesetzt habe, oder wie? Keine Ahnung. Aha, und noch eine Truhe erscheint. Okay, ich dachte jetzt schon, dass der goldene Pfirsich jetzt die Belohnung wäre für den ganzen Scheiß. Weil da hoffe ich jetzt schon, dass wir jetzt eine coolere Belohnung erhalten. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß gar nicht genau, was jetzt dem würdig wäre. Eigentlich müsste es etwas noch Heftigeres als Goldstaub sein. Eine neue Waffe oder sowas vielleicht sogar. Die letzte, die uns noch fehlt oder so. Aber ich will jetzt nicht meine Hoffnungen zu sehr nach oben schrauben. Wir schauen mal. Ach, ist es echt jetzt die letzte Perle, die uns hier noch fehlte in Kamui? Oder ist es schon die in Kamui, die mir noch fehlte? Ich glaube schon, ja. Die da. Tatsächlich, okay. Dann muss man sogar für alle Perlen das tatsächlich schaffen. Puh. Okay, das war jetzt echt heftig. Aber wie gesagt, hat mir auch sehr, sehr gefallen. Weil ich da jetzt endlich mal in den Kämpfen gefordert wurde. Und das habe ich mir ja schon seit langer Zeit mal gewünscht. Deswegen, das war jetzt echt cool. Okay, habe ich jetzt auch wirklich einige Items hergeben müssen. Trotzdem muss man zugeben, dass es jetzt immer noch nicht ultra brutal schwierig war, weil ich war jetzt immer noch relativ weit davon weg, Game Over zu gehen, weil ich wirklich noch immer sehr viele Items hatte. Ich hatte noch 9-mal hier so einen Heiligen Knochen M, Heiligen Knochen S hatte ich auch noch 11-mal, vor allem noch 12-mal Goldener Pfirsich, womit ich dann eben noch 12-mal mich hätte wiederbeleben können, plus meine aktuellen Mägen noch. Und habe ich noch einige andere Items gehabt, ich hätte auch noch 9-mal meine Göttlichkeit aufs Maximum bringen können und Angriffszeit was erhöhen und Verteidigung erhöhen, also ich hatte wirklich noch einige Möglichkeiten, um dann hier noch verschiedene Sachen anzustellen. Oder zum Beispiel Vergeltung, wo ja Angriffe abgelenkt werden, wo ich unverwundbar bin, für eine gewisse Zeit hatte ich auch noch sogar. Also ich hatte wirklich noch einige Möglichkeiten und ich war noch ziemlich weit weg vom Game Over, aber trotzdem waren das echt sehr coole Kämpfe und die haben mir wirklich gefallen. Okay. So, aber dann würde ich erstmal sagen, Leute, was ist dann hier für diesen Part von Let's Play Okami HD? Haben wir doch dann schon einiges hier beim Nachholen geschafft, obwohl wir jetzt gebietsweise noch nicht so wirklich weit gekommen sind, muss man zugeben, da wir hier immer noch ganz im Norden von der Welt sind. Aber dennoch haben wir jetzt dann schon einiges da bekommen, einige verstreute Perlen haben wir bekommen, ein paar Glückspunkte hier und da auch und vor allem jetzt diese heftigen Kämpfe, die wir jetzt da auch hatten, also schon ziemlich cool. Und mal gucken, womit es dann im nächsten Part weitergehen wird. Ich denke mal, dass wir hier in Kamui noch ein bisschen mehr erkunden können, dass wir hier noch nicht alles gefunden haben, obwohl ich ja schon alle Perlen habe. Aber vielleicht gibt es noch irgendwo Tiere, die ich übersehen habe oder sowas. Ja, stimmt. Und ich kann ja hier auch noch angeln. Richtig. Das könnte ich auch noch. Das könnte ich vielleicht sogar beim nächsten Part machen, weil in diesem Part war es ja ziemlich actiongeladen. Vor allem jetzt noch zum Ende hin halt, wegen den heftigen Kämpfen da. Aber dann können wir vielleicht im nächsten Part dann einfach den ganzen Part mal angeln, weil das wollte ich ja noch machen, dass wir einen ganzen Part lang angeln. Und das würde im nächsten Part eigentlich sogar ziemlich gut passen, wie ich finde. Dann machen wir das vielleicht. Aber werde ich mir noch überlegen müssen. Aber vielleicht werden wir im nächsten Part dann die ganze Zeit angeln. Mal schauen. Auf jeden Fall würde ich mich dann auch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.